Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video die Übung 1, Aufgabe 1 und deren Lösung natürlich an. Ja, schauen wir erstmal hier auf dieses Übungsblatt. Hier hieß es eben, dass wir die Grundlagen von PG1, also Variablen, Operatoren, Funktionen, Nutzen und so weiter eben nochmals einsetzen sollen, diesmal aber in C#. Und dazu setze ich mir einfach diese Übung hier auf die linke Seite und mache hier mal Visual Studio jeweils ein neues Projekt für die ganzen Typen. So, ich schalte hier ein, dass ich einen neuen Ordner für in der Solution erstelle für jedes Projekt, oder besser gesagt, dass die Solution einen eigenen Ordner bekommt und jedes Projekt ist dann ein Unterordner. Und ich nenne mir eine komplette Solution eben Übung 1. Und dann mache ich eine Konsolenapplikation für Übung 1. Aufgabe 1. Und wie hatte ich das hier in der Seite auch mit 1 nummeriert dann? Nenne ich das hier noch Teil 1. Dann sieht man eben, dass das zur ersten Teilaufgabe von Aufgabe 1 gehört. So, dann erstelle ich dieses Projekt. Dann können wir uns schon mal währenddessen anschauen, was wir hier machen sollen. Wir sollen innerhalb dieses Programms, wir können uns auch nochmal kurz den Solution Explorer anschauen. Also ich habe jetzt hier diese Solution. Und was ich hier auch noch machen werde, damit das ein bisschen geordneter ist, ist, ich erstelle hier einen sogenannten Solution Folder. Das mache ich, indem ich auf die Solution rechts klicke und dann mit Add hier einen Solution Folder erstelle. Und den nenne ich einfach Übung 1.Aufgabe 1. Und hier verschiebe ich dieses Projekt rein. Das heißt, ich kann dann hier einfach zuklappen und habe hier alle Projekte drin, die mit Aufgabe 1 in Verbindung stehen. Und dieser Solution Folder oder dieser Projektmappenordner, wie es auf Deutsch heißt, der ist nicht im Dateisystem wiedergespiegelt. Also den findet man, wenn man hier diese Sache mit Open Folder and File Explorer mal öffnet, sieht man eben hier, dass dieser zusätzliche Ordner nicht im Dateisystem wiedergespiegelt wird. Der existiert sozusagen nur innerhalb der Projektmappe. Okay, zurück zur Aufgabe. Wir wollen hier zwei Int-Variablen erstellen. Eine Int-Variable definiert man, wie wir das schon gelernt haben, indem wir den Typ der Variable angeben, eben in diesem Fall Int, und einem Namen dazu. Also nenne ich das mal erste Variable und weise hier einfach einen beliebigen Wert zu, beispielsweise 42. Und meine zweite Variable ist dann beispielsweise 7. Man sieht, der Syntax ist hier genauso wie in C. Und am Ende soll ich das Ganze addieren. Das heißt, ich nehme den Wert der ersten Variablen, addiere den mit der zweiten Variable und dieses Konstrukt, was bei dieser Summe rauskommt, bei diesem Ausdruck, das möchte ich mir eben in einer Variable speichern. Die könnte ich beispielsweise Ergebnis nennen und dann gebe ich dieses Ergebnis auf der Konsole aus. So. Und wir sehen hier eben, dass das der sämtliche Code ist, der diese Aufgabe 1 löst. Wir können auch nochmal kurz durchdebuggen. Hier wird eben die erste Variable mit einem Wert belegt, 42, die zweite mit 7. Wir addieren diese beiden, indem wir einfach die bezeichnete Variable hinschreiben und diese mit dem Plus-Operator verknüpfen. Und das Ergebnis dieses Ausdrucks weisen wir eben hier einer neuen Variable namens Ergebnis zu.
und das geben wir dann hier auf der Konsole aus. Nichts Besonderes. Also wer dazu noch was im Skript finden möchte, findet da eben unter den Punkten Variablen und Ausdrücken die entsprechenden Einträge. Ja, dann erstellen wir uns gleich ein zweites Projekt. Dazu macht man eben hier einen Rechtsklick auf den Solution Folder und sagt Add New Project. Und innerhalb dieses Projekts wähle ich wieder die Konsolenapplikation aus und nenne das Ganze jetzt eben Übung 1, Aufgabe 1, Punkt Teil 2. Und hier heißt es eben, erstellen Sie eine Methode, die zwei Parameter vom Typ int entgegennimmt und in Ihrem Methodenscope diese beiden Werte dividiert. Geben Sie das Ergebnis als der Division als int-Wert zurück. Dann machen wir das doch mal. Das heißt, wir müssen neben dieser Main-Funktion, die wir hier sehen, eine neue Methode definieren. Und wir möchten eben jetzt diese Methode hier nutzen, um ein Int zurückzugeben. Das ist dieser Teil. Geben Sie das Ergebnis als int-Wert zurück. Das heißt, wir müssen den Rückgabetypen der Methode auf int setzen. Und wir nennen diese Methode beispielsweise dividiere. Und wir kriegen zwei Zahlen. Und wenn wir das haben, können wir hier innerhalb dieser Funktion einfach die Return-Anweisung schreiben und direkt danach den Ausdruck, den wir hier einsetzen wollen. So, und dann ist natürlich hier noch gefragt, dass wir innerhalb der Main-Methode diese Methode mit verschiedenen Parameterwerten mal aufrufen. Dazu halte ich mir das Ergebnis jeweils fest. Ruf mir hier dividiere auf, 42 für 2. Sollte 21 wirklich rauskommen. Ich hatte hier gerade einen Denkfehler. Ne? Ich hatte hier versucht anzugeben, dass ich 42 gleich durch 2 teile mit dem Operator hier. Stattdessen muss das natürlich Komma getrennt angeben. Ja, und dann gebe ich diese Ergebnisse aus. Und mache das eben, indem ich Strings hier konkateniere. Und dann kann ich hier nochmal andere Sachen ausgeben. Wichtig ist unter anderem, steht in diesem Text, dass ich mal 8 durch 3 teile. Und hier sehen wir eben, dass 8 geteilt durch 3 gleich diesem Ergebnis ist. Am Ende mache ich noch eine Console-Readline, damit mein Programm nicht abbricht. Und dann schauen wir mal indem wir durch diesen Code debuggen. Wenn wir dieses neu erstellte Projekt ausführen wollen, habe ich gerade auch noch vergessen, dann muss man hier einen Rechtsklick drauf machen und hier Set as Startup Project. Dann wird dieses Projekt automatisch ausgeführt, wenn ich hier eben Start drücke. Weil ich bin jetzt gerade in unserem alten Programm, was wir vorher geschrieben haben, gelandet. So. Okay. Schauen wir nochmal durch, jetzt sind wir im richtigen. Wir rufen hier 42 durch 2 auf. Wir springen eben durch diese Angabe hier in die Funktion rein. Das heißt, wir schreiben den Funktionsbezeichner hin und geben die Parameter an. Und das heißt, dass wir in dieser Methode hier landen.
eben erste Zahl. Zweite Zahl ist hier als 42 und 2 angegeben und wir teilen eben diese Sachen hier und geben das Ergebnis aus. Da kommt logischerweise 21 raus, wie wir hier sehen, nichts Besonderes. Und jetzt rufen wir eben mal 8 durch 3 auf und wir sehen, dass hier eben 2 rauskommt. Das hat eben mit der Integerdivision zu tun. Das heißt, Nachkommastellen oder der Rest bei einer Ganzzahldivision, der wird einfach abgeschnitten, nicht dargestellt. Die 3 passt genau 2 mal in die 8 rein und genau das ist das Ergebnis, was hier angezeigt wird. Es wird nicht gerundet, sodass wir sagen, naja, 8 ist ja näher an 9 dran als an 6. Und dann sollte hier vielleicht gerundet die 3 rauskommen. Das ist eben bei der Integerdivision nicht der Fall. Okay. Dann haben wir damit auch diese zweite Aufgabe gelöst. Wir schauen uns jetzt die dritte an. Modifizieren Sie Ihr Beispiel aus Aufgabe 1, 2 so, dass Ihr Programm neben dem Divisionsergebnis auch den Rest der Ganzzahldivision ausgibt. Dazu gibt es zwei Methoden. Ich füge jetzt den Code für 3 auch gleich in dieses Projekt hier mit ein. Der Punkt ist, dass wir eine zweite Methode schreiben, indem wir eben diesen Rest berechnen. Und hier in dieser Methode setzen wir eben den Modulo-Operator ein, um diesen Rest zu nutzen. Und hier wäre dann eben das Wichtige. Wir machen hier den Rest und sagen eben, dass wir hier das gleiche für 8 und 3 einsetzen wollen. Und dann können wir hier diesen Rest ausgeben. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe eine zusätzliche Funktion eingefügt, die ich ja einfach zusätzlich aufrufe mit denselben Parametern und die berechnet mir den Rest und ich gebe den auf der Konsole aus. Das heißt, wenn wir bis zu dieser Stelle rennen, springen wir eben jetzt in die andere Funktion, rufen hier den Modulo-Operator auf, geben das Ergebnis zurück und geben dann hier auf der Konsole aus, dass der Rest von 8 geteilt durch 3 eben 2 ist. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Dazu kommentiere ich diese Funktion hier aus. Und es kann sein, dass ich hier sozusagen einen weiteren Wert zurückgeben möchte. Kann ich nicht. Ich müsste hier sozusagen da eine neue Klasse bauen. Das können wir auch nochmal machen. Dass ich hier eine Klasse erstelle, die nenne ich Divisionsergebnis beispielsweise. Und dies ist eine reine Klasse, die bloß Daten hält. Das heißt, ich könnte hier beispielsweise über Eigenschaften das Ergebnis festlegen. Und ich habe hier noch den Rest. Was man, dass man sowas macht, ist aber eben zu diesem Zeitpunkt, als ich die Übung gestellt habe, noch nicht möglich gewesen. Wir schauen es uns trotzdem mal an. Was ich hier machen würde, ist, ich erstelle mir eine neue Instanz von diesem Divisionsergebnis. Ich nenne das auch gleich so. Das muss
könnte man eben mit new machen, um diese Klasse zu einem Objekt zu instanzieren. Und dann lege ich eben hier das Revisionsergebnis, das tatsächliche Ergebnis, als erste Zahl geteilt durch zweite Zahl fest und dann eben den Rest als erste Zahl modulo zweite Zahl. Und am Ende gebe ich eben dieses Divisionsergebnis zurück und müsste dann hier den Rückgabetypen anpassen. Das wäre der beste Weg oder der objektorientierteste Weg, um das zu machen. Wir sehen jetzt hier aber in den oberen Aufrufen, dass unser Code nicht mehr funktioniert, dass der Compiler hier beanstandet, dass wir versuchen, dieses Divisionsergebnis, was zurückgegeben wird, in einer Int-Variable zu speichern. Das heißt, wir müssten das ja auch anpassen. Und hier müssten wir eben die Ergebniseigenschaft zurückgeben, damit man das ein bisschen besser lesen kann. Nenne ich das auch noch Divisionsergebnis. So. Das wäre ein Weg, um das zu machen. Hier müssten wir eben den Rest von 8 durch 3 ist dann eben der Rest angeben. Und wenn wir durch dieses Programm durchgehen, dann sehen wir eben hier, dass hier eben jetzt der Rest jeweils und das Ergebnis genutzt wird von dieser neuen Klasse. Hier oben habe ich noch einen Fehler, da muss ich natürlich auch das Ergebnis angeben. Ja, und als zweites, wie man es hätte machen können, da hätte es auch einiger Recherche gebraucht. Ich kommentiere diese Funktion jetzt auch nochmal aus. Baue eine neue, der gebe ich keinen Rückgabetypen, nenne sie eben auch dividiere, sondern ich mache das über sogenannte Call-by-Reference-Parameter für die Wertetypen. Hier benutze ich eben out int Ergebnis, out int rest. Besser lesen kann, schiebe ich die Parameter jeweils in eine neue Zeile, formatiere das. Und was wir hier jetzt eben machen können, ist, wir geben ja nichts zurück bei diesem Void, wir müssen aber durch diesen Out-Modifizierer hier das Ergebnis jeweils ändern und durch diesen Out-Modifizierer wird dieser Wertetyp int nicht als Call-by-Value übergeben. Das heißt, dass wir den Wert von der Variablen beispielsweise, die wir hier angeben, kopiert wird und nur in dieser Funktion zur Verfügung steht, sondern dass wir hier eben die Referenz auf die Originalvariable bekommen. Dazu sage ich aber gleich noch was. Das heißt, das ist einfach erste Zahl geteilt durch zweite Zahl. Zweite Zahl. Und hier haben wir eben den Rest, der ist eben die Modulo-Operation. Wir sehen hier auch schon, dass wir hier eben jetzt andere Sachen brauchen, weil der Aufruf nicht passt. Das heißt, wir rufen dividiere ohne Zuweisung auf, weil wir keinen Wert mehr zurückbekommen bei dieser Funktion. Stattdessen haben wir hier eben ein Ergebnis und einmal den Rest. Und hier müssen wir jetzt eben 42, 2 out Ergebnis und out Rest angeben. Und hier eben auch Ergebnis und Rest.
jetzt hier passieren? Wir nehmen diese Zuweisung wieder weg. Hier out Ergebnis, out Rest. Und geben hier wieder das Ergebnis an. Und hier den Rest. Okay. Hier kommen wir nochmal dazu, was jetzt hier eigentlich genau bei diesem out passiert. Out heißt, dass hier nicht der Wert, der in dieser Ergebnisvariable steht, gerade 0, eben an diese Funktion übergeben wird, sondern dass wir hier die Adresse von diesem Ergebnis übergeben. Das spiegelt sich eben wieder, einerseits, weil wir bei diesem Parameter out angegeben haben und einerseits auch beim Aufruf hier out benutzen für die Angabe des Parameters. Wenn wir jetzt in diese Funktion springen, muss man nochmal machen, ich bin aus Versehen auf F10 gekommen, jetzt kommen wir eben hier rein und weisen hier das Ergebnis eben zu, erste Zahl durch zweite Zahl, kommt eben 21 raus, wie man hier sehen kann, und die zweite Zahl durch den Rest ist natürlich hier 0. Und wir haben ja gesagt, Variablen oder Parameter gelten eigentlich nur für den Scope, in dem sie definiert sind. Also hier bei dieser Dividiere-Funktion eben diese beiden geschweiften Klammern. Wenn wir jetzt aber zurück sind und hier eben out benutzt haben, sehen wir, das Ergebnis jetzt eben den Wert 21 hält und Rest weiterhin den Wert 0. Wichtig ist, das passiert dadurch, dass wir hier out angegeben haben und dadurch hier eben nicht Call by Value, sondern der sogenannte Call by Reference, das heißt, dass die Adresse von dieser Variable übergeben wird und wir hier tatsächlich Variablen aus einem anderen Scope manipulieren. Genau. Und hier machen wir das Ganze eben nochmal mit Ergebnis und Rest für 8 durch 3. Und wenn wir das hier jetzt ausgeben, kommen wir zum gleichen Ziel. Vielleicht nochmal dazu, wir könnten hier statt out auch ref benutzen. Der Unterschied zwischen out und ref ist eben, dass man bei out zusichert, dass dieser als Parameter, als Call by Reference, Entschuldigung, übergebene Parameter eben genau einmal mindestens gesetzt wird. Wenn ich hier out schreibe, wenn ich hier ref schreibe, ist das nicht der Fall. Dann kriege ich zwar Referenz auf die Originalvariable, muss ihr aber nicht einen neuen Wert zuweisen. Das ist einfach bloß noch für den Nutzer, der diese Funktion einsetzt, ersichtlicher, dass diese Variable, die hier mit out referenziert wird, auf jeden Fall auch ihr Ergebnis einmal zugewiesen bekommt. Ich würde dennoch dazu raten, dass man eben die Teilaufgabe 3 nach diesem Muster letztendlich löst, weil das das objektorientiertste ist, dass man eben eine neue Datenklasse erbaut, die alle Ergebnisse enthält und diese dann per Rückgabetyp einsetzt. Gut, dann kommen wir zum Teil 4. Wir haben hier eben diese Methode, dazu baue ich mir wieder eine neue Klasse, ein neues Projekt, Entschuldigung, das nenne ich dann eben Übung 1.Aufgabe 1.Teil 4 und ich habe hier diese Methode gegeben, die kann ich mir hoffentlich auch einfach so hier aus diesem Teil rauskopieren. Und dann formulieren wir das mal ein bisschen um. So. Und wir rufen jetzt mal diese Funktion auf mit eben diesen drei Zeilen.
Und wir geben mal dieses Ergebnis auf der Konsole aus und schauen uns an, was hier passiert. Und wieder vergessen, das Startprojekt zu ändern. Das heißt, wir möchten das haben. Also, erste Zahl und zweite Zahl sollten beide eigentlich 1 sein, weil wir hier eben dieses 1,001 minus 0,001 abziehen und hier eben das genau Verkehrte machen, eben wir setzen oder addieren zu 0,999 die 0,001 hinzu. Also bei beiden diesen Operatoren sollte eigentlich 1,0 rauskommen als Gleitkommawert. Und wenn wir jetzt diese Methode aufrufen, dann sehen wir landen hier bei dieser if-Abfrage nicht in diesem Return True, weil eben die erste Zahl nur knapp 1 ist, die zweite Zahl jedoch sehr wohl, wie man hier sieht. Und das passiert eben, wie wir in der Vorlesung und im Skript auch besprochen haben, dadurch, dass man Dezimalwerte, die oder Nachkommastellen, die eben ungleich von 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 und so weiter sind, eben die Potenzen von 2, aber im Negativen, dass diese Zahlen nicht genau abgespeichert werden in der binären Gleitkommadarstellung und dass man hier dazu eben andere Methoden anwenden muss, wenn man diese Zahlen vergleichen will. So, und was wir hier machen müssten, ist eben, dass wir nicht direkt den ist gleich Operator anwenden, sondern dass wir hier, ich mache es mal in Einzelschritten vor, dass wir hier erstmal diese Zahlen voneinander abziehen. Das ist nämlich Subtraktionsergebnis. Entschuldigung. So, und was wir jetzt hier haben, angenommen diese Zahlen sind sehr nahe, wie in unserem Fall eben gerade eben, dann müsste hier bei dieser Subtraktion etwas rauskommen, das sehr nahe an der 0 ist. Entweder negativ von der 0 oder positiv von der 0, wenn wir das uns auf dem Zahlenstrahl bildlich vorstellen. Das heißt, wir könnten den Betrag dieses Ergebnisses bilden, indem wir diese math.absolute-Funktion nutzen. Das heißt, ich habe jetzt hier auf jeden Fall was, das auf der positiven Seite von der 0 liegt. Und dann habe ich noch einen gewissen Toleranzwert, den gebe ich auch an. Damit man das besser lesen kann, breche ich das wieder um. Und hier mache ich jetzt in dieser if-Abfrage nicht eben diesen direkten ist gleich Operator-Vergleich, sondern wir checken hier, ob der Betrag, den wir hier berechnet haben, kleiner als dieser Toleranzwert ist. Genau, und in dieser Methode muss ich jetzt, oder bei diesem Aufruf, muss ich eben noch angeben, welchen Toleranzwert hätte ich denn gerne. Und diese Toleranz könnte ich hier beispielsweise festlegen als 0,0001, weil ich hier mit dreistelligen Werten agiere und wenn diese Toleranz vierstellig ist, die kleinste vierstellige Zahl oder vierte Stelle nach dem Komma, dann sollte meine Toleranz ausreichen, um bei kleinen Abweichungen eben diese festzustellen und die Zahlen trotzdem als gleich zu bewerten. Und wenn wir dann hier durch diese Funktion mal durchgehen, dann sehen wir eben hier, die Subtraktion ist eben, wenn wir hier mal in den Locals reinschauen, sehr, sehr knapp neben der 0. Also wir haben hier
3, 6, 9, 12. An der 16. Stelle beginnt erst der Unterschied, wenn ich mich hier richtig verguckt habe. Und wenn wir jetzt eben dadurch den Betrag bilden, machen wir diese Zahl plus positiv. Und jetzt können wir eben sehen, dass diese kleine Zahl, diese Abweichung der beiden Werte, kleiner als diese Toleranz ist. Und deswegen würden wir diese beiden Gleitkommazahlen als identisch bewerten. Das heißt, unser Ergebnis wäre dann hier eben auch true, wie wir hier sehen. Also das ist quasi der Punkt bei Gleitkommawerten, ist die ist gleich oder der Vergleich mit ist gleich problematisch. Wenn wir den Datentyp Decimal benutzen würden, in diesem Fall ist das überhaupt nicht schlimm, weil der nämlich nicht binär abspeichert, sondern auch seine Gleitkommazahlen im Dezimalsystem unterbringt. Dadurch ist er aber nicht auf diese Transistorenfähigkeit, also diese 0-1-Geschichte von Prozessoren optimiert und braucht länger in der Berechnung, wenn wir Operatoren beispielsweise auf ihn anwenden. Okay, dann kommen wir zu Teil 5. Dazu mache ich ebenfalls ein neues Projekt. Und das nenne ich eben Übung 1 und Aufgabe 1, 2, 5. Und setze das jetzt gleich als Startprojekt, damit ich das nicht wieder vergesse. Und wir schauen uns jetzt mal. Oh, hier habe ich einen Fehler. Das ist natürlich Aufgabe Teil 2. Ja, hier haben wir wieder eine Methode gegeben, die wir einsetzen können. Und wir sollen diese Methode mit diesem Ausdruck oder diese Anweisung, besser gesagt, hier aufrufen. Und wir sehen hier schon, wir kriegen hier einen Fehler. Und der Sinn hinter diesem Fehler ist, dass wir hier nicht diesen Long, also wir haben hier ja explizit ein Long angegeben mit diesem Literal. Das ist quasi ein 64-Bit Ganzzahlwert. Ich kürze das mal hier mit Ganzzahl 64-Bit ab. Und genau das passiert eben, wenn ich als Suffix hier beispielsweise das große L angebe, dann wird diese 42 als long interpretiert. Und wir haben bei den impliziten und expliziten Konvertierungen eben gelernt, dass wir nicht einfach von Formaten, die eben einen größeren Wertebereich, wie eben diese 64-Bit-Ganzzahlen, auf einen niedrigeren Wertebereich implizit konvertieren dürfen, auch wenn das hier jetzt mit dieser 42 funktionieren würde. Die 42 ist auf jeden Fall in Long, ein Wertebereich von Long und im Wertebereich von Int enthalten. Wenn wir das trotzdem hier einsetzen müssen, müssen wir eben den expliziten Cast-Operator nutzen. Das heißt, ich gebe hier Int an und dann diese Variable hier. Und wir sehen dann, oder wir teilen mit diesem Cast zu einem Int-Wert den Compiler eben mit, dass wir hier sicherlich keine Probleme haben. Oder dass wir uns bewusst sind, dass es hier zu Zahlenveränderungen kommt, wenn wir eben vom großen Wertebereich auf den kleinen Bereich schrumpfen. Aber das interessiert uns nicht. Oder wir sind uns dessen bewusst und möchten es ignorieren. Und deswegen funktioniert jetzt auch dieser Aufruf. Und das Quadrat von 42, wer es noch nicht weiß, ist 1764, wie man hier sieht. Ja, so viel zur Aufgabe 1. Und
sage vielen Dank fürs Zuschauen. Im nächsten Video schauen wir uns diese Aufgabe 2 und 3 genauer an von Übungsblatt 1. Bis dann.